Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 und wir beginnen mit dem vierten Jahr. Wir beginnen mit einer Sequenz im Haus der Riddles. Ziemlich gruselig. Eine Fledermaus. Da ist Peter Pettigrew. Und da kommt die Schlange von Voldemort. Aber das war alles nur ein Traum von Harry. Und wir sind wach. Und müssen uns beeilen. So, wir haben uns getroffen, die Familie Weasley mit der Familie Diggory. Wir reisen gerade per Portschlüssel zur Quidditch-Weltmeisterschaft. Sogar unser eigenes Zelt. Fred, George und Ginny sind schon da. Irgendwas stimmt da nicht. Das Lager wird angegriffen von Todessern. Und irgendwie verschwindet hier einer nach dem anderen. Bis nur noch Hermine und Ginny übrig bleiben. Und wir dann jetzt wohl mal den Rest suchen müssen. So, die Todesser können wir einfach so mit einem Schuss, dann verschwinden die wieder. So, das Feuer können wir mit diesem kleinen Fass hier löschen. Da müssen wir sogar 8 Stück von löschen. So, gucken wir mal. Wir müssen ja jetzt erstmal unsere Freunde finden. Hier sind sie nicht. Da liegt einer. Dann werden wir erstmal Ginny, geh aus dem Weg, den Todesser verschwinden lassen. Ah, okay. Und jetzt können wir da den Tisch anheben und haben den Ron befreit. So, hier oben. Der Todesser hat den Besenstand kaputt gemacht. Wir können die Besen wegfliegen lassen. Ich kann hier mal noch das Geld holen. Das kaputt machen. Aber hier ist, glaube ich, auch niemand. Da ist nur eine Schlange. Hier ist noch ein Todesser.
Ah, und das Zelt kann man nur mit dunkler Magie machen. Da ist Arthur Weasley. Verwirrt. Irgendwie kriegen wir den Todesser so nicht weg. Wir haben jetzt hier eine Hähnchenkeule aufgesammelt. Das heißt, irgendwo muss ja jetzt da ist ein Fass. Hiermit können wir... Okay. Die Pfanne können wir dem Todesser überbraten. Und somit haben wir jetzt Arthur Weasley freigeschaltet. So, hier kann mal Hermines Katze buddeln. Da haben wir eine Pflanze. Ich will wieder zu Hermine. Ach so, ja, brauche ich ja nur die. So. Da auf den Busch geschossen, fällt die Kirsche runter. Und kurz zuvor haben wir hier hinten auf das Netz geschossen und damit ist die Spinne runtergefallen. Und wir haben den Unsichtbarkeitstrank gebraut. Wir gucken vorher noch, ob hier vielleicht... Oh, da war ein Todesser. Da brauchen wir schwarze Magie für. Das Zelt mal löschen. Hier ist George. Wenn man die Raketen kaputt macht, dann hat man auch George. So. Mir fehlen jetzt nur noch zwei. Huch! Was war das denn? Können wir das auch abschießen? Vielleicht schon weiter weg? Nee. Können wir hier was? Hier können wir... Ach so, das ist der Baum. Ich dachte, man könnte jetzt was mit dem Feuerwerk machen. Tja, wo ist jetzt... der letzte Weasley? Gucken. Wir nehmen jetzt mal den Trank. Dann werden wir unsichtbar. Dann kommen wir an das Buch ran. Und hier können wir nichts machen. Doch, mit Y können wir das Buch kaputt machen. Und dann können wir den Wagen wegfahren. Können wir noch ein paar Steine einsammeln. Hier können wir noch ein Feuer löschen. Und hier können wir das Zelt anheben. Da ist er. Der letzte Weasley. Ja, aber wo ist Harry? Überrannt. So. Die drei großen Weasleys sind weg. Und wir suchen Harry. Und wenn wir das hier kaputt machen, dann kommen Steine, die wir zusammenbauen können. Das ist mein absolutes Lieblingsding, weil ich das nie schaffe. Hm. Und
springen die nicht so, wie ich das möchte. Könnte jetzt eine Weile dauern. So, jetzt. Wenn wir das jetzt, diese Kiste wegschießen, dann wird das Feuer gelöscht und die anderen beiden können mit zu uns. So, wo ist der Harry? Da kam jetzt ein Wasserfass raus, da können wir das Feuer da löschen. Was uns aber nicht wirklich was bringt. Doch, da ist was zum Buddeln. Das hat uns wohl was gebracht. Weil da ist nämlich das Rad. Und das Rad können wir jetzt hier an den Wagen anbringen. Somit den Wagen reparieren. Aber irgendwie fährt er dann nicht weg. Irgendwas fehlt noch. Ah, wir haben jetzt hier den Berg weggeräumt und haben Ginny bekommen als Charaktermarke. Vielleicht müssen wir, ja natürlich, einfach nur den Wingardium Leviosa anwenden. Es kann so einfach sein. Oh, da ist ein Wichtel. Der hat was für uns in der Hand. Oh, das sieht aus wie ein Hahn. Den können wir da anbringen. Dann wird ein Fass gefüllt und das mit dem Fass können wir hier das Feuer löschen. Und in dem, in der Grube ist ein Zahn gewesen. Den muss ich mal nochmal weglegen, weil ich brauche die Katze zum Buddeln. Und hier können wir jetzt einen Kessel aufstellen. Dann können wir gleich aus der Probe nochmal den Zahn holen. Und den in den Kessel werfen. Den habe ich hier schon gesehen. Ist diese Blüte. Und wir benötigen noch das Skelettding. Da ist eine Axt aus der Kiste gefallen. Damit können wir das hier runter machen. Hier können wir noch ein Feuer löschen. Da ist das Skelett. Hier sind Steine, ein blauer Radefahrer. So, der Skelettarm. Den können wir jetzt auch in den Kessel werfen. Und in den Kessel. So. Und jetzt kriegen wir Stärke.
und können damit an der Kette ziehen. Das Tor geht auf. Und wir haben Harry gefunden. Und schon kommen die Todesser. Na super. Jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Ich bin irgendwie nicht so gut im Ausweichen. So, die Schlangen haben wir schon mal. Jetzt nur noch die drei Todesser. Da also. Und nun 6 Todesser und 5 Schlangen. Oh. Ein Todesser noch. Und noch 2 Schlangen. Eine jetzt noch. Da kommt sie. So. Das war die letzte Schlange. Und jetzt. Hauen die ab. Joa. Damit haben wir das Level abgeschlossen. Wir haben eine Charaktermarke bekommen. Wahren Zauberer haben wir nicht. Ein paar Münzen. Und ein goldenen Stein. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.